Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Train 4 mit mir, dem Blue LP. Oh, jetzt ist die Musik wieder zu laut. Für mich zumindest. Ja, letzte Folge haben wir die Strecke zwischen Heilsbronn und hier ist die Stadt da oben nochmal und lauter hergestellt. Und ihr seht schon, der hat 13 dabei. Der fährt zurück, hat 18. Der hat 6 und da warten schon wieder 17. Ja, dann lassen wir mal laufen. Wir haben gerade mal erst ein Jahr gespielt. Beziehungsweise anderthalb Jahre. Ja, und ich habe gesagt, in der nächsten Folge wollen wir ÖPNV bauen, können wir aber noch nicht, weil wir haben momentan noch Minus. Ja, dann müssen wir mal warten, bis wir hier in den grünen Bereich kommen. Oder wir nehmen sogar Kredit auf, was ich eigentlich nicht will. Weil es gibt hier eine Errungenschaft. Ja, die habe ich alle schon im anderen Spiel freigeschaltet. Es gibt eine Errungenschaft, Völlig Fuchser. Nehmen Sie bis ins Jahr 2000 keinen zusätzlichen Kredit auf. Ja. Die will ich erreichen. Ja, wenn ihr dann mal angekommen seid, könnt, ja, der hatte... Ja, es ist halt momentan auch relativ langsam. Ich hätte zuerst eventuell ÖPNV bauen sollen. Aber jetzt haben wir... Doch, da haben wir... Können wir das hier rüber? Hm, wird schwer. Weil ich will nicht wirklich so ellenlang... So einen ellenlangen Weg des Holzers machen, oder haben wir hier hinten noch was? Ja. So. Da haben wir eine Ölraffinerie. Ölquelle. Und die könnte direkt 3 Stück anliefern. Das ist ja mal recht nice. Hier haben wir nämlich direkt 3 Ölraffinerien. Ich krieg immer Minus. Komm, macht mal hin. Ja. Starte ist immer so eine Sache. Ihr seht's. Die fahren nicht schnell. Die fahren wirklich nicht schnell. Die hier mit der und der da hinten, obwohl das würde ich dann eher mit Zug, mit einer Zugstrecke machen. Das eventuell auch und das könnte ich eigentlich mit, doch könnte ich mit, so Pferdetransportern machen. Aber wir haben momentan kein Geld. Und eine Stadt braucht, um zu wachsen, braucht sie Güter. Dann würde ich sagen, wenn wir dann mal wirklich Geld haben, mache ich hier in Heilsbronn erstmal ÖPNV. Entweder warten wir noch oder ich nehme doch Kredit auf, obwohl ich das nicht will. Oder wir machen es einfach mal schneller. Weil wie viel hat der dabei? 25. Doch so viel. Und wie viel warten jetzt da schon wieder?
15. Okay. Und wie viel warten hier? 8. Also doch in Heilsbronn dann ÖPNV. Ja, das reicht halt immer noch nicht, um aus den roten Zahlen rauszukommen. Machen wir einfach mal so. Machen wir doch mal eine Runde schneller. Mit der Hoffnung, kommen dann doch in den nächsten 5 bis 10 Minuten eventuell doch aus den roten Zahlen raus. Da warten 23 schon wieder. Wow. Der hatte 193.000, ja. Es nützt aber nichts. Wir haben schon wieder 66.000. Ist zwar immer noch weniger als 280.000. Aber dennoch, es wird einfach noch nicht wirklich weniger. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur. Ja, wir haben halt immer noch. Sind jetzt im Jahre 52. Im grünen. Wir waren im grünen Bereich. Aber 42.000 reicht einfach nicht, um gescheiten ÖPNV zu machen. 108.000. Und gleich wieder weg. Da machen wir aber jetzt doch ganz kurz. Kann ich hier... Ja, kann ich. Ein Straßendepot. Sieht zwar halt nicht wirklich schön aus, aber ja, was soll's? Und dann müssen wir halt... Wie viel kosten die eigentlich? 1200. Ja, doch so viel. So. Machen wir wieder Landnutzung an. Einmal hier, dann machen wir hier. Ich will nicht zu viele machen, aber es muss, sollte alles ein bisschen abgedeckt sein. Machen wir so, dass die dann eine kleine Rundreise machen. So. Machen wir eine neue Linie, starten wir hier, so. Und da. Grüner Weg. Ah ja, cool. Also die Straßennamen, die finde ich einfach relativ lustig. Einfach mal kurz alles abfahren, auch wenn es F so Dinger sind, dann nennen wir sie ÖPNV Heilsbronn. Ja, jetzt kommen wir so langsam, da wir auf schnell spielen, kommen wir so langsam in wirklich richtig in den grünen Bereich. Aber jetzt müssen wir ja Straßenfahrzeuge kaufen, Pferdekutschen. Wie viel sollen wir da kaufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir 7, ja, machen wir mal 7. ÖPNV Heilsbronn, Linie zuweisen. Ja, auch wenn wir jetzt komplett alle auf die Reise schon geschickt haben, werden sie sich im Laufe selber auseinanderziehen, weil sie ja immer warten müssen, bis wieder frei ist. So, und siehe da, wir haben hier schon die ersten Gäste. Dann könnte man doch tatsächlich auch schon in Lauter ÖPNV machen, wenn man hier noch Busbahnhof hinkriegt. Sie zwar... Ja, so. So kriegen wir ihn hin. Kriegen wir hier auch noch ein Straßenfahrzeugdepot auf der anderen Seite? Ja. Also, dann machen wir hier auch noch Bushaltestellen.
Ja, die hier in der Mitte können ja ein bisschen laufen. Machen wir hier auch. Dann machen wir die hier hin. So. So und da hab. Da, so. Schon wieder grün. Okay. Machen wir so. Lassen wir die erst hier rum oder erst hier rum. Ich glaube zuerst an bei den Wohnhäusern ist es besser. Und die hier haben wir glaube ich zweiseitig gebaut, ja. Dann so. Dann können wir hier ÖPNV lauter hinschreiben, dass man's immer weiß. Dann machen wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ÖPNV-Heizbrunn von hier aus zu machen, wäre ein bisschen schwachsinnig. So, und dann gucken wir mal hier der Takt. Von der Linie Heilsbronn nach Lauter ist 3 Minuten, ist eigentlich optimal. ÖPNV Heilsbronn hat 84 Sekunden. Ja. Der ÖPNV Lauter hat noch 140, aber das wird sich, denke ich, noch irgendwie einrenken. Ja, 131. Wisst ihr was? Ach, lass mal jetzt einfach mal laufen. Aber Bahnlinie hat sich schon mal rentiert. Ich habe gerade eben schon gesehen, 1 Million Gewinn bzw. Ertrag. Bei ÖPNV Heilsbronn ist auch schon im grünen Bereich. Ja, in Lauter muss es sich noch einrenken, aber ihr seht schon, hier wartet schon jemand, hier wartet jemand, da warten schon 8. Wow. Und dann wird hier auch im Bahnhof mehr sein, ja. Finde ich schon mal relativ nice. Und machen wir doch einfach mal nochmal 3. Da machen wir auch in Heilsbronn noch mal 3. Weil hier warten einfach schon. Hier warten sie einfach schon wieder. Und innerhalb der Städte sollte der Takt 60 Sekunden betragen. Also 60 Sekunden wären optimal. Beziehungsweise unter 60. In Heilsbronn. Geil. Und dann können wir nämlich auch schon relativ bald den Kredit zurückzahlen, weil wir haben ja keinen aufgenommen. Ja, wir haben keinen aufgenommen. Dann können wir ihn zurückzahlen. Aber ich bin wirklich am Überlegen, von der Ölquelle dreigleisig zu machen, auch wenn es richtig schwer dann wird, weil gucken wir mal. Von hier. Wohin geht das alles? Dahin. Könnte man ja probieren. Könnte man wirklich probieren, dass man hier eine Güterstrecke mit dem Zug macht, weil Zug ist einfach schneller. Auch wenn es wirklich schwer wird, den Zug hier über die Gleise zu kriegen. Da müsste ich... wir werden schon so machen. Ich
Ich weiß halt nicht, wie man das in der Mitte hochkriegt. Vielleicht sollte ich da mal die Steuerung mal ein bisschen angucken. Ja, ich spiele ein Spiel, ohne dass ich mir die Steuerung anguckt habe. Oder ich probiere einfach mal, das ist raus, das ist rein. Ja, jetzt kommt natürlich ein Autosave rein. Das ist so drin, das ist so drin. Ja, das sollte ich mir doch eher mal die Steuerung angucken. Bevor ich... Da gucke ich mir zuerst die Steuerung an, bevor ich die Strecke mache. Aber ich muss sagen, bisher. Und da sieht man, wohin das Öl geht. Also von hier nach hier. Also ÖPNV haben wir gemacht. Was machen die da hier? Warum verbindet ihr die Straße nicht so erstmal? Kollision. So, aha. Deswegen verbindet ihr sie nicht. Finde ich lustig, ja. Aber Tramgleis jetzt schon? Okay. Also von hier nach Öl nach da. Güter, was macht nie? Warum Güter nach Villing? Von hier aus nach Villing. Okay, ist ein bisschen strange. Oder von hier aus nach Villing. Nee, von da aus nach Villing. Ja, ist ein bisschen strange, aber was soll's? Ich müsste mir die Steuerung gucken, wie man direkt in der Mitte so eine Brücke baut. So dass man hier so macht und dass es in der Mitte den Bogen macht, weil das geht jetzt so auch, aber mache ich jetzt nicht, mache ich in der nächsten Folge. Wie viel warten hier? 24. Also ihr seht, innerhalb von 2 Folgen machen wir schon ordentlich Profit, so dass man so schnell wie möglich den Kredit zurückzahlen kann. Und ich habe erst 2 Städte mit ÖPNV gemacht und die 2 Städte auch mit Bahnverbindung gemacht, verbunden. Also besser geht's natürlich nicht. Ja, und damit sage ich auch mal, so machen wir sich noch ein schickes Örtchen. Das heißt ja Train Fever. Aber... Ach, blenden wir mal die Cargos aus. Da hinten sehe ich schon einen Zug wieder kommen. Hier warten noch 9. Und hier waren schon wieder 21. Ja. Also ich muss sagen, besser geht's nicht. Natürlich speichern wir mal das noch. Bevor der Zug ankommt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Train Fever. Und